Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Mein Gott, haben wir die Situation mit Roy echt noch retten können, ja? Ich bin ja begeistert. Voll krass. Also Leute, wir müssen jetzt bloß noch den Typen hier ausnocken. Vor Zug 25 mit Roy erobern lassen und drei Gegenstände finden. Ich hoffe, das geht noch klar. Hier irgendwo hat noch eine Manakete überlebt, aber die ist mir eigentlich egal. Die ist mir sogar richtig egal. Das könnt ihr mir ruhig glauben. So. Okay, die beiden Typen, die der Typ da angreifen kann, Randy, die würden auf jeden Fall nicht sterben. Seht ihr hier, guckt hier, zack, daneben. Und Critical! Yeah! Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Geil, haben wir den bald down. So, wir sind wieder dran, ne? Nochmal quitten oder was? Nee, ich weiß nicht, ob sie das schafft. Aber sie wäre ja auch mal wieder dran. Okay, und finish him! Yeah, zack! So, du Idiot. Ich bin froh, dass ich cool bin. Ich war mir scheißegal, was der zu sagen hat. Boah, geil. Level up. So. Ja, geil. Speed und Skill. Schon wieder. Okay. Gut, da muss ich jetzt bloß noch einen nehmen, nicht wahr? Ja, okay. Damit lasse ich mir auch noch ein bisschen Zeit. Weil ich muss noch Dinge finden in der Wüste. Noch ganz viele. Ich hoffe, ich kann vielleicht... Ach, okay, wartet mal. Er kann nicht so weit laufen. Dann läuft sie mal bis hier. Er spielt noch mal ganz kurz. Weil sie findet vielleicht auch eher Sachen im Sand. Ich weiß nicht genau, wie das so ist. Ich weiß nur, dass Diebe und Schamanen in Fire Emblem Sacred Stones, da, die hatten bessere Chancen. So, mal nur nach oben gehen. So, und sie muss hier irgendwo mal die Stiefel endlich mal finden. Ach Mann, ey. Und der findet einfach nicht das andere Zeug. Ja, Talisman. Gut, das Gebiet ist auch clear. Dann kann ich jetzt sie zum Beispiel schon mal nach zu den Stiefeln schicken. Die waren jetzt hier. Ich habe mich im letzten Part geirrt und habe das vertauscht. Hier sind die Stiefel und hier ist eine Tempofeder. Ja, ich schaffe das aber noch. Okay, Leute. Ja. Freunde, jetzt heißt es bloß noch Daumen drücken, alle Dinger finden. Und dann ist das hier vorbei. So, ich kann einfach mal aus Neugier. Was gibt's denn hier? Ist hier irgendwas? Gibt's aber keine geheimen Läden, oder? Wer hat denn eigentlich meine Silberkarte? Wer hat denn die? Wer hat die Silberkarte gefunden? Wer war das? Warst du das? Warte mal, wer hat jetzt die Silberkarte? Wer hat die gefunden? Da, sie hat die Silberkarte gefunden, alles klar. Sehr schön. So, sie hat alles gefunden, was es hier zu suchen gibt. Okay, die findet immer noch nichts. Findet er hier mal irgendwie was? Nee, auch nicht. Gut, mach dich mal auf den Weg. Sie auch. Ach, halt, sieht er? Hm. Sie sucht unten mit. Wir sind jetzt in Runde 21. Okay, okay, aber sonst ist ja soweit alles klar hier. Der Laden, da hatte keine großartigen Dinger mehr. War alles scheiße. Die sind auch alle soweit cool. Ist der kurz vom Level up? Ja, ist er. Dann kann er euch nochmal ein bisschen flöten. Ein bisschen, Mann, warum flöten? Ich habe verwechselt das immer mit Nils aus dem anderen Fire Emblem Let's Play. Er soll einfach nur ein bisschen spielen. Dam, 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 da, dam. So, okay. Oh nein, nicht lenken. Wir sind doch bald durch mit diesem scheiß Wüstenlevel hier, wo der Sandsturm uns immer in die Fresse peitscht. Okay, Sophie hat überlebt. Und wir werden unter 25 Züge brauchen. Also schaffen wir das Bonuskapitel. So, okay. Wo ist denn hier jetzt dieses scheiß Ding? Wo sind diese euren Stiefel? Ich brauche die Stiefel. Und hier muss irgendwo eine Tempofeder sein, aber der findet die nicht. Okay, suchen jetzt beide zu zweit. Das wird klappen. Ich hoff's. Ich hoffe es zumindest sehr. So, sie ist hier ja kurz vorm Abkratzen, ey. Ich hatte wieder ein bisschen riskant in dem Kapitel gespielt, ich weiß. Und ich hatte wieder viel Glück. Aber tja, Leute, so ist das nun mal. Ich habe nun mal Glück. Was soll ich machen? Ich kann doch nichts dafür. Ach ja. Außer ganz am Anfang beim Kumpel Lance hatte ich kein Glück. Das war echt mies. So, scheiße, ich habe nicht mehr viel Züge Zeit. Ihr müsstet das langsam mal finden, Leute. Findet die Scheiße, die hier versteckt ist. Los. Findet es! Ach, wieder kein Glück. So, jetzt macht sie aber auch mit. Sie hilft jetzt auch mit zu suchen. Na, wo ist denn hier was? Ach man, so ein Mist, ey. So, den Rest brauche ich aber nicht mehr. Nö. So, Zug 24. Allerdings habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ich habe Angst, dass wenn ich Zug 25... Ich muss es unter 25 Züge schaffen. Also ist jetzt meine letzte Chance, die Dinger zu finden. Weil dann erobere ich einfach. Das ist mir jetzt egal. Tut mir leid, Leute, aber ich habe Angst. Ich muss das Bonuskapitel schaffen. Also hier irgendwo in dem Gebiet ist das, ja? Okay, na dann. Guck hier. Und guck nochmal hier.
Nichts gefunden. Sorry, Leute, dann müssen wir das liegen lassen. Die Tempofehler, die Tempo um 2 erhöht hätte. So. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Sorry, Leute, die Stiefel müssen wir auch liegen lassen. Ist doof, ich weiß, aber ich will das Bonuskapitel haben. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich, ob die Runde 25 auch noch zählt oder ob das wirklich unter 25 Züge sein müssen. Und deswegen ist mir zu großer Risk. Tut mir leid, Leute. Es sind bloß 2. Ja, die Stiefel wären schon cool gewesen. Dann könnte Roy halt 2 Schritte weiter laufen oder irgendjemanden, der ich das halt geben würde. Nichts zu ändern. Sorry. Also, erobern ein paar. Ich habe euch wenigstens die versteckten Stellen wenigstens gezeigt, also falls ihr selber spielt, aber dann habe ich die Items jetzt nicht gefunden. Ach man, er war ein tougher Gegner, aber wir haben gewonnen. Sophia, wo sind die Inhaber, wo sind die Bewohner des Dorfes? Was ist los hier? Was ist hier falsch? Naja, der Eingang zum Tempel. Diese Tür? Sieht aus, als wäre sie durch eine Kraft geöffnet worden. Was liegt in dem Tempel? Na, da ist irgendwas, was wir... Da ist etwas, was wir eine heilige Waffe nennen. Da, und ein... Es ist ein Zauberbuch. Eine heilige Waffe? Da ist eine davon drinne auch? Geil, Mann! Dann müssen wir sie vor Byron... Ne, was? Ne, dann muss das der Grund gewesen sein, warum Byron hier eingefallen ist. Die waren hinter dem Buch her. In diesem Fall sind wir vielleicht schon zu spät. Nein, es ist hier, Mann. Ich kann es fühlen. Alles klar, Mann. Let's go. Wir sind vielleicht in der Lage, Byron zu stoppen. Okay, das war's, Leute. Das klang schon sehr nach Einleitung zum Bonuskapitel. Yeah! Bonuskapitel 14x ist damit auch abgehakt. Also, wir haben es jedenfalls erreichen können. In dem versteckten Dorf Arcadia steht ein uralter Tempel. Einer der heiligen Waffen, so sagt man, ist dort versteckt. Roy und seine Company beeilen sich. Sie wollen unbedingt halt bei uns Truppen folgen, die schon ihren Weg in den Tempel gefunden haben. Ach so, okay, die sind schon da drinne. Oh mein Gott. Okay, Leute, neue fette Mission. Fette Mission hier. Ja. Ich hab's gesehen. Alles klar. Picked Units. Nur 10 Einheiten. Ist klar. Okay, Lina kommt mit rein. OJ. Alle meine weiterentwickelten Einheiten sollen mitkommen. Ja, weil die alle schon trainiert werden, dann ist doch geil. So, ja, Noah, sorry. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie sieht denn die Map aus? Gibt's hier Truhen? Ich hoffe nicht. Okay, es gibt hier keine Truhen. Ja, sehr schön. Also auch keinen Grund, einen Dieb mitzunehmen. Das ist auch gut. Oh, sieht ja geil aus, die Welt hier. Voll blau mit Wasser und so. Kommt mir auch bekannt vor von dem anderen Fire Emblem. Let's play. So, was sind hier für Typen hier? Was haben die alle für Waffen? Ich habe schon gesehen, der eine hat eine Giftwaffe gehabt. Ja, noch eine Giftwaffe. Giftwaffen. Die haben hier Giftwaffen, die Säcke. Und der Fette hier hat wieder so eine olle Teufelsaxt. Okay, was hast du hier so schön mit? Wer ist dit? Das ist unser Böse? Oh, Alter, der hat Elfenfeuer und Bolt-Ding, also bestimmt Mega-Blitze. Da kann er von Weitem schießen. Scheiße, okay, dann werde ich, glaube ich, von Weitem, wenn er da schießt, werde ich locken mit meiner Pegasus-Ritterin, weil die müsste das locker aushalten. Okay, sind das gute Einheiten? Heilerin? Ja, meine beiden Helden. Guck mal, ihr seht schon, wir sind schon voll hier. Ja, und Elfin, ich glaube, ich nehme für diese Runde mal Elfin raus, ja. Weil es nützt mir, glaube ich, nicht, wenn ich mich hier immer doppelt und dreifach bewegen kann. Das wäre jetzt nicht so cool. Aber wen nehme ich dafür rein? Gonzales? An den kann ich auch noch nicht weiterentwickeln. Nee, sie wird nicht trainiert. Nicht trainiert. Ich habe keine neue Einheit dabei. Chad, Cav, ne, die sind noch nicht weiterentwickelt. Da würde nichts bringen. Gonzales ist auch weit, ist auch schon. Also, die sind Level 20 nicht weiterentwickelt. Die sind Level 20. Track? Nee. Nee, okay, das ist doch das Beste, wenn Elfie mitkommt. Sorry, erstmal. Schöne Einheiten. So, wir gucken nochmal, was die für Waffen haben. Ist echt jetzt schade wegen dem. Wegen dem, na hier, ihr wisst schon. Wegen den Stiefeln und der Tempofeder. Tut mir leid. Aber naja, also abgeben. Und du kriegst dafür. Ja, auf jeden Fall Javelins kriegst du, dass du Pferdeangreifen machen kannst. Killerlanze ist bald im Arsch. Da kriegst du halt noch eine Silberlanze dazu. Oder. Ja, eine Silberlanze. Okay, sie ist ausgerüstet. Lilina, mein Täubchen. Kannst du wirklich keine Stäbe nehmen? Das wäre total bescheuert. So, die fetten Waffen. Und. Nee, sie kann echt keine Stäbe nehmen. Oder kann sie Heilung nehmen? Warte mal, ich probier mal. Weil sonst wurde einem das ja angezeigt. Von wegen irgendwie, ne? So. Ah! Sehr schön! Sie kann doch heilen. Okay. Also heißt das auch, dass sie auch Schwerter benutzen kann? Obwohl es mir nicht an... Ja, kannst du auch? Okay. Wurde mir das angezeigt?
Habe ich jetzt bloß wieder verschlafen, so von wegen neue Waffe available und so? Na denn? Okay, die Drachenritter meines Erachtens kriegen die keine neuen Waffen dazu, die bleiben immer bei Lanze. So, okay, du kannst aber hier, halt, du kannst den Armor Slayer abgeben, sonst hast du gute Waffen. Schön, Lilina ist fett, süß, cool. Alan, du hast ein paar zu viele Excalibur, aber du brauchst auch unbedingt mal wieder neue Waffen, ey. So, komm her, kriegst jetzt mal hier ein Killing Edge und natürlich eine fette Killer-Lanze. So, mein Freund. Aber dafür kannst du jetzt auch mal endlich mal die Junt-Lanze ablegen. Ich will nicht, dass sie kaputt geht. So, OJ hat gute Klingen und ein fettes Schwert da. Kannst du dich irgendwie auch schon... Nee, gib mal ab. Kannst du dich auch schon irgendwie so ein Killer-Ding nehmen? Natürlich, so einfach eingesteckt. So, wie sieht jetzt mein anderer Held? Der hat hier seine fetten Äxte, aber wartet mal. Ich will mal ganz kurz... Ich gebe mal kurz alles ab. Und nehme mir dann wieder alles. Was kann er für Äxte nehmen? Schon. Okay, Handaxt kriegst du, ist klar. Und eine Stahlaxt. So, und ein Schwerter bekommst du. Ach, warum nicht? Das Ding. Und ja, nimm mal dein Silberschwert, kannst du ruhig kaputt machen. Und dann noch zur Sicherheit, zur ganz kleinen Sicherheit, dein kaputtes Stahlschwert. So. Okay, Leute. Dann sind wir, würde ich mal sagen, Red B. Ah ne, sie. Sie braucht auch noch mehr. Remove. Waffenlevel hat sich leider noch nicht erhöht. Kriegt sie erstmal einen zweiten Donner. Und... Ach, Warp. Warp ist eigentlich verdammt geil. Das hilft mir, meine Einheiten mitunter. Zum Beispiel Roy. Roy war doch vorhin im letzten Kapitel in so einer beschissenen Situation. Und den hätte ich mit Warp extrem geil befreien können. Aber dann bleibt es wohl doch erstmal bei... Hey, bei Sleep. Nee, Sleep wird sich aufgehoben. Bei Heilung. So. Und eventuell halt Barriere für Resistenz erhöhen. So, der ist hier auch noch volle Kanne, der wird hier glaube ich auch nicht mehr so schnell verrecken. Dem wird so schnell nichts passieren. So, dann sind alle ausgerüstet, alle ausgestattet, alle munter, alle fit, alle top. Geil, Mann, na dann. Dann playen wir einfach das Chapter. Wow, wow, wow. Kapitel 14x. Das infernale Element. Oder das feuerhafte Element. Irgendwie so. Okay, wer ist denn das? Ist das nicht eigentlich ein Lieber? Oh, hast du die heilige Waffe immer noch nicht gefunden? Naja, wir glauben, sie liegt irgendwo im Innern des Altars. Aber ich kann es nicht öffnen. Mach's doch einfach kaputt, Mann! Schnell, Mann! Irgendwie mach's einfach, brich es auf oder so. Wir haben nicht so viel Zeit. Aber wir müssen doch genauso mit den Gegnern hier im Tempel hantieren, sonst machen die uns down. Wir haben nicht genug Manpower, wir haben nicht genug Männer hier, die um die Kraft am Altar zu nutzen. Na, dann müssen wir eben diese Gegner hier zuerst fertig machen und uns von denen befreien. Also, Mann, wir können... Was? Dann können wir das den Altar mit Leichtigkeit aufballern. Okay, der Typ ist böse. Alles klar. Also, das ist also der Untergrund der Wüste. Mann, hier ist so viel Wasser. Ja, das ist in der Nähe einer großen Höhle von Grundwasser oder so. Eine große Ansammlung von Grundwasser. Und deswegen pflanzen... Was? Und das ist auch der Grund, warum Pflanzen und Tiere hier leben können. Verstehe. Ich sehe schon. Also, darum seid ihr in der Lage gewesen, hier ein Dorf zu bauen. Trotzdem. Wie konntet ihr so einen Platz hier finden? Athos. Ah, der Arschsage Athos. Genau, Athos hieß der alte Opa. Und den haben wir in Fire Emblem 1 kennengelernt. Und der war auch in unserem Team dann ganz am Ende. Voll fett, Mann. Athos ist der eine, der uns hierher gebracht hat. Was? Du meinst den Athos von den 8 Helden? Ja. Nach dem Sorcering-Krieg da, Master Athos traveled, ist Athos in Illyria umhergereist. Und am Ende seiner Reise hat er ein Dorf gefunden, wo Leute und Drachen zusammen gelebt haben. Aber er hat gesagt, dass, naja, es würde, dass er ganz lange gedauert. Es hat ganz lange gedauert, bevor es von anderen Leuten entdeckt wurde. Also, hast du hier gelebt? Oder warst du hier? Ja. Und er hat seine heilige Waffe hier im Tempel versteckt. Aha, also können wir seine heilige Waffe benutzen? Na klar, Mann. Master Athos hat gesagt, dass wir in der Lage sind, diese Waffe zu benutzen, um Arcadia zu beschützen. Und falls du sie benutzt, naja, würde es uns beschützen. Alles klar, danke, Mann. Ach ja. Irgendeiner von den Pathways auf das Tempel, okay, einer, was? Oh nein. Einige der Wege hier sind
sinken im Wasser manchmal. Bitte sei vorsichtig. Oh nee. Also ähnlich wie bei dem anderen Kapitel aus Fire Emblem 1, Fire Emblem 7, ich weiß, können die Wege hier anscheinend verschwinden. Das ist nicht cool. Aber welche Wege? Hier sind ja so ein paar helle Platten. Und hier sind dunkle Platten. Ich würde mal fast sagen, die dunklen Platten können verschwinden. Okay, also der Typ hier, der will angreifen. Den muss ich erstmal angreifen lassen. Mit meiner Pegasus-Ritterin. So, damit sie besser ausweichen kann, kriegt sie ein Eisenschwert. Und das wird nicht viel Schaden machen. Der kann ruhig mal angreifen, der Sack. So, Alan reitet nach vorne. Reiten erstmal alle nach vorne hier. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Mission. Die wird nicht schwer werden. Hoffe ich zumindest. Ich habe ja meine ganzen Helden hier, alle schon weiterentwickelte Typen. Bloß wann entwickelt sich echt unser Lord Roy weiter? Das ist echt noch so eine Frage, die mich brennend interessiert. So, dann sing ihm mal was vor hier. Ach, der Part ist gleich vorbei. Er müsste jetzt eigentlich vorbei sein. Ne, noch nicht ganz jetzt, aber ich hoffe, ich habe nicht überzogen. So, Roy kommt auch mit. Und du kommst auch mit. So, jetzt geht's ab hier. Okay, die kommen alle zu uns. Ist schön. Wir können... Oh, die können über Wasser laufen. Stimmt, das sind ja alles Piraten. Und die laufen einfach mal so mir nichts, die nichts über Wasser. Ist das nicht schön? So, komm, alter Sack, greif an. Oh, Druiden. Okay, ich müsste aber doch... Gut. Das ist ja eine Scheiße. So, hast du hier wieder Schlaf oder so eine Mistpisse dabei? Nee, er kann aber von Weitem heilen. So, hast du Schlaf? Nee, kann auch nur von Weitem heilen. Alter, wenn hier irgendeiner Schlaf hat, ne, ich reiß den so die Pobacken auf. Warte, kotzt mir an, Schlaf. Was soll denn das, Schlaf? So, und der hat dich angegriffen, der Sack. Der hat wohl keinen Bock. So, wie sieht denn das aus, wenn sie jetzt mit dem... Okay, seine Crit-Chance ist allerdings natürlich sehr hoch. So ein scheiß Berserker, ey. Der kann auch noch so weit latschen. Okay, das wird OJ oder Zorro übernehmen. OJ soll das übernehmen. So, und sie fliegt mal hier runter. So, Eisenschwert ausgerüstet, wegen den ganzen Piraten hier. Die können ja ruhig kommen. Das ist mir ja Latte. Das ist mir ja Wurst. Bockwurst. Miau. So, ich versuche einfach mal alles so schnell wie möglich hier in Sicherheit zu bringen, ohne dass hier noch mehr der Boden verschwindet. Reite! Yeah! Weil sonst muss ich halt mit meinen fliegenden Einheiten irgendwie irgendwas machen. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass hier noch Gegner-Einheiten kommen. Das wäre auch nicht so schön. Hinterrücks. Und deswegen, so einen gegnerischen Zug warte ich noch ab und dann ist vorbei, Leute, ja? Dann war es das wieder für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch wieder gefallen. Echt krass, wie diese scheiß 14er-Mission dann auch in die Reihe bekommen habe. Ich habe aber auch echt Glück. Ist voll krass, aber ich freue mich drüber. Ich freue mich sehr drüber. So, die Drachenreiterin kann ja auch erstmal abhauen. So, und du? Halt. Bringst nicht das Spiel zum Längen. So. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Critical Hit. Okay, er greift sie an. Ich habe nie gedacht, dass hier irgendjemand so gut kämpfen würde gegen alle von uns. Okay, jetzt hält sie aus. Oh, okay. Dann lasse ich sie jetzt immer wieder heilen und er soll schön sein Bolting daran an ihr verschwenden. So. Was soll der? Uiuiuiui. Das war ja wohl nichts. Und tschüss. Voll geil. Yeah. Pegasus Ritter sind schon geil, aber die Drachenritter sind auch so geil. Obwohl die leider halt bloß Lanze haben können. Dafür sind die aber extrem stark. So, hier wird hoffentlich auch nichts passieren. Wow! Und Critical! Yeah! Geil, OJ. Einfach nur top, der Mann. Ich liebe ihn. Nein, OJ ist nicht gay. Ja? Und ich auch nicht. So. Daneben. Da-da-da. Vorhin, ich denke mal, Kapitel 14x wird cool. Hier haben wir unsere dritte heilige Waffe. Ist das echt die Waffe von Athos? Ist das geil? Bin ich mal gespannt, weil ich weiß ja, was Athos für eine Waffe hatte. Der hatte eigentlich zwei. Aber ich guck mal. Hä, wieso? Wieso kann der nochmal angreifen? Ach, das ist ein anderer Typ, der das auch hat. Ist klar! Okay. Da ist noch so ein scheiß Typ. Und hier sind die Wege jetzt ganz knackig eingeschrumpft. Aber okay, solange wir uns hier dran befinden, können wir immer noch raufgehen. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Fire Emblem. Yeah!